Ja, heute haben wir Ostern, der Tag, an dem wir die Auferstehung feiern. Die Auferstehung der Seele. Und in meinem Podcast zum Karfreitag habe ich ja bereits darauf hingewiesen, dass wir Menschen, jedenfalls nach meiner Sichtweise, unsere Seele oft von dem herrschenden System, dem Kontrollsystem wie Regierung, Schule, Banken, Wirtschaft etc. haben kreuzigen lassen. Nämlich immer dann, wenn wir dem Ego folgen und nicht dem inneren Ruf der Seele. Und das machen wir ziemlich oft, denn wir alle sind in einer sehr verstandesbetonten Welt aufgewachsen. Ja, und wenn das passiert, dass wir eben dieser verstandesbetonten Stimme in uns folgen, dem Ego, und nicht dem Herzen, der Seele, wenn wir unseren inneren Ruf nicht hören, unsere Berufung nicht leben oder unsere Bestimmung, dann trennen wir uns von der Seele ab, sind getrennt und gehen in die Trennung und Isolation. Und das ist ja genau die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja, aber es gibt einen Weg dort heraus, den ich auch schon öfter mal in meinen Podcast-Folgen thematisiert habe. Und der liegt eben in der Verbindung. Ja, und eine ganz besondere Verbindung möchte ich in dieser Episode vorstellen. Eine Verbindung mit einer der sieben Naturelemente. Einer der sieben wahren Weltherrscher, der uns eben aus der Trennung führen kann. Ja, vorab möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich, wie gesagt, keiner Religion angehöre und hier einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung und Wahrnehmung spreche. Was ich in dem Zusammenhang auch erwähnen möchte, ist, dass, wenn wir von der Auferstehung sprechen, dass wir dann ja immer der Meinung sind, dass es was ganz Exklusives ist, das nur Jesus vorbehalten wird oder wurde. Aber das stimmt so nicht so ganz, denn jeder von uns hat das Recht dazu. Es ist eine Art Menschenrecht und jeder von uns kann diese Auferstehung der eigenen Seele in sich selbst bewirken und zwar in relativ kurzer Zeit. Also ich meine, wenn du die Macht hattest, die Seele kreuzigen zu lassen von dem System oder von dem Ego und den Verstand an seine Stelle gesetzt hast, dann hast du auch die Macht, die Seele wieder aufstehen zu lassen in dir. Und das geht jederzeit. Und es ist überhaupt nicht kompliziert. Im Gegenteil, es ist sehr einfach. Und die aktuellen lichtvollen Energien, die gerade massiv auf die Erde strömen, unterstützen uns ganz wunderbar dabei. Und es war im Grunde noch nie so einfach, jedenfalls nicht in den letzten Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden. Und dass es so einfach ist, das kann ich sagen, weil ich es in einer bestimmten Art und Weise selbst schon mal erlebt habe. Denn es ist der Moment, wenn du deine innere Stimme wieder hörst. So einfach ist das. In dem Moment, indem du deine wahre innere Stimme wieder hörst, ist deine Seele auferstanden und du bist erwacht. Du schläfst nicht mehr. Und dieses Erwachen kannst du sehr einfach erzeugen, binnen weniger Tage. Jedenfalls habe ich das so erlebt. Ja, und in dieser Episode möchte ich meine persönlichen Erfahrungen darüber mit dir teilen. Es war im Juni 2007. Als ich mich entschlossen habe, mich einfach mal eine Woche von veganer Rohkost zu ernähren. Ich hatte damals echt überhaupt gar keine Ahnung von dem Thema. Ich hatte noch nie etwas von Rohköstlern gehört. Ich hatte nur ein Buch in der Hand, welches empfahl, den Körper mal eine Woche mit basischer Rohkost zu entschlacken. Ja, und da mir das Fasten immer relativ schwer gefallen ist und ich meinen Körper aber einfach mal entschlacken wollte, wählte ich diese Methode aus, bei der man den ganzen Tag essen kann, so viel man will. Nur roh sollte es sein. Und so ernährte ich mich einfach mal eine Woche von veganer Rohkost. Ja, und was ich noch feststellte, war, dass ich mich nach dieser einen Woche unglaublich gut fühlte, dass ich das echt überhaupt nicht fassen konnte. Und das Bemerkenswerte war, dass die Symptome einer nach Schulmedizin unheilbaren chronischen Krankheit, unter der ich seit 25 Jahren litt, ebenfalls verschwanden. Ebenso wie die Kopfschmerzen. Und da habe ich gedacht, wow, also das muss ich mir jetzt nochmal weiter angucken. Also habe ich einfach mit dieser Ernährung weitergemacht und so folgten dann einige weitere Wochen. Und während dieser Zeit ist mir bereits klar geworden, dass ich mit dieser Ernährung eigentlich nie wieder aufhören möchte, weil sie mir einfach so unglaublich gut tat. Ja, und nach 3 Wochen hatte ich dann eben ein ganz besonderes Erlebnis. Es war in meiner Mittagspause. Damals hatte ich noch so diesen normalen 9-to-5-Job, wie man es heute nennt. Und ich ging mittags immer in der Natur spazieren. Die Sonne schien an diesem Tag und auf dem Rückweg ging ich gerade an einer Baumallee vorbei. Und da veränderte sich plötzlich meine Wahrnehmung. Ganz gravierend.
Es war so, als ob jemand so einen Vorhang hochzog oder so eine Art grauen Schleier von meinen Augen wegnahm. Und plötzlich strahlte das Sonnenlicht irgendwie total intensiv oder doppelt und dreifach so stark wie normal. Und auch die Farben intensivierten sich total. Das Grün der Bäume war auf einmal richtig leuchtend grün. Und ich bekam eine Tiefenschärfe, mit der ich echt alles in absoluter Klarheit sehen konnte. In dem Moment blieb ich echt wie gebannt stehen und ich konnte gar nicht fassen, gar nicht verstehen, was da passierte. Ich wusste nur eines, dass es mit der Rohkost zu tun hat, mit meiner Ernährungsumstellung auf lebendige Nahrung, auf das Leben. Ja, und viele, viele Jahre später erst begriff ich, was da eigentlich passiert ist. Und ich würde es heute wie eine Art Auferstehung der Seele benennen. Denn ich hatte wieder einen reinen Körper, in den meine Seele wohnen wollte. Für die Seele ist ein reiner Körper eine Art Tempel. Ja, und ich hatte aus meinem Körper mit Hilfe der Rohkost eben diesen Tempel erschaffen. Und von dem Moment an konnte ich wieder meine eigene innere Stimme hören. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Hören der inneren Stimme nur die halbe Wahrheit ist. Die andere Hälfte ist, diese auch zu folgen und es umzusetzen, was sie sagt. Und das ist oft das komplette Gegenteil von dem, was dir alle da draußen sagen. Deswegen ist es eine Herausforderung, der eigenen inneren Stimme zu folgen. Aber nach 13 Jahren, währenddessen ich diesen Weg wirklich beschritten habe und meine innere Stimme ihr immer wieder gefolgt bin oder auch nach wie vor folge und es umsetze, was sie mir sagt, kann ich wirklich unterschreiben und bezeugen, dass dies der wunderbarste Weg überhaupt ist, den du nur beschreiten kannst und der für uns wahrhaftig bestimmt ist. Ja, aber dazu an anderer Stelle mehr. Heute geht es erstmal nur um die Auferstehung der Seele und ich habe dir gerade ein mächtiges Werkzeug genannt, das du einsetzen kannst, um eben diesen ersten Schritt erstmal einzuleiten, deine innere Stimme zu aktivieren, nämlich mit dem Herrscher des Lebens, der auch als Engel des Lebens bezeichnet wird in den alten Schriften. Und mit diesem Beitrag möchte ich dich dazu ermutigen, diesen wahren Herrscher in dein Leben einzuladen. Und ich wünsche dir viel Freude dabei. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Germany Goes Raw und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.